Gucken wir so, starren wir so in die Mitte oder? Wie sollen wir uns denn angucken? Ein Auge da, ein Auge. Drei Männer, drei Trainer. Ein neues Gesicht, das von Arne Woltmann, dem neuen Headcoach der Rheinstars Köln. Er kommt für JJ Strasser, Matt Dodson bleibt Assistent. Arne Woltmann war lange Jahre an der Seite von Chris Fleming zu finden. Zuletzt als Associated Head Coach in Bamberg. Bis beide dann im vergangenen Jahr von ihren Aufgaben entbunden wurden. Nach 4 Meisterschaften und 4 Pokalsiegen. Zeit für etwas Neues. Chris ist Nationaltrainer geworden. Ich hätte da natürlich auch als Assistant Coach das weitermachen können, was ich auch ursprünglich geplant hatte. Aber dann kam halt Stefan dazwischen und hat erklärt, was hier in Köln passieren soll. Und das ist natürlich eine sehr interessante Aufgabe. Also ich glaube, aus der Vergangenheit und gerade auch aus der jüngeren Vergangenheit hat man schon gemerkt, dass hier in Köln Basketball einen hohen Wert hat und dass das wieder aufgebaut werden soll. Und die Idee ist sehr reizvoll. Also es steckt noch viel in den Kinderschuhen. Aber das da irgendwie dran teilzuhaben, ist, glaube ich, eine tolle Sache. So wurde aus dem Associated Head Coach der neue Cheftrainer der Rheinstars. Ein Impuls, eine neue Möglichkeit und dann beherzt zugreifen. Auf ähnliche Weise kam der Spieler Arne Woltmann ins Trainergeschäft. Ich hatte am Ende meiner Spielerkarriere überlegt, auch irgendwie im Management was zu machen. Und hatte auch schon mit den Adler Dragons so ein bisschen drüber gesprochen. Einen Sommer lang auch so als Praktikant quasi in der Geschäftsstelle ein paar Sachen gemacht. Und dann kam aber Chris Fleming und sagte, pass auf, willst du nicht coachen? Eigentlich wollte ich das nicht so unbedingt. Und dann sagte er aber, ja, mach mal die Coaches-Lizenz. Die ist für Bundesligaspieler, brauchst du nicht über alle Lizenzen gehen, sondern du kannst halt direkt bei B einsteigen und mach das mal. Wenn es dann nicht gefällt, dann hast du zumindest die Lizenz mal gemacht und habe ich dann gemacht und habe dann danach noch weitergespielt eine Saison und dann wurde die MBBL geschaffen. Und dann kam Chris wieder und sagte, pass auf, willst du nicht die MBBL jetzt machen? Da hast du das ganz was Neues und es ist eine gute Einstieg und du machst Assistant Coach dann bei den Profis und die zweite Mannschaft und die MBBL, das kann schon was werden. Und so bin ich dann dazu gekommen und dann auch relativ schnell Begeisterung dafür gefunden. Begeisterung ist höflich formuliert. Arne Woltmann lebt und atmet Basketball. 24 Stunden am Tag, mindestens. Ich glaube halt, dass wenn du dich für was interessierst, dann versuchst du dich damit mit Informationen zu versorgen. Und Basketball ist das, was mein Leben irgendwo geprägt hat. Also von Kind auf an. Und wenn das einmal gepackt hat, dann bleibst du halt dabei. Und ich glaube, jeder Trainer versucht so viel wie möglich Basketball zu schauen. Und heutzutage durchs Internet kannst du natürlich aus allen Ligen Europas, aus allen Ligen der Welt eigentlich was sehen. Es gibt keinen Abend, wo ich kein Basketball irgendwo gucke. Oder jetzt auch durch Telekom Basketball natürlich, die BBL, kannst du alle Spiele schauen. Da habe ich glaube, die ersten 3 Monate oder so habe ich kein einziges Spiel verpasst. Ich habe mir die alle nacheinander angeguckt, jeden Tag, weil ich natürlich auch Zeit hatte dafür, aber weil ich es auch gerne mache. Und von daher, also ich versuche schon, mich sowieso über die europäischen Ligen auf dem laufenden Stand zu halten und schaue einfach gerne. Wie wird denn dann das künftige Spiel der Mannschaft von Arne Woltmann aussehen? Erfolgreich in erster Linie? Nein, also ich möchte schon, dass wir eine gute Defense spielen, das ist einfach Voraussetzung für alles, dass wir vernünftig verteidigen, aus der Verteidigung tatsächlich Punkte kreieren können und schnell nach vorne kommen. Wir wollen athletisch spielen, wir wollen den Ball schnell nach vorne bringen und vorne nicht die Luft aus dem Ball dribbeln, sondern möglichst mit Pässen für andere Leute offene Würfe kreieren oder gute Wurfpositionen erarbeiten. Das ist natürlich das, was viele gern machen wollen, aber das ist der Basketball, der mir am besten gefällt. Also ich glaube, jeder Spieler braucht ein gewisses Maß an Freiheiten, aber die Freiheiten müssen innerhalb meiner Regeln sein und dann, glaube ich, wird das ganz gut werden. Einen hat er schon jetzt überzeugt. Also sowieso, die Entscheidung ist schon Ende der Saison mehr oder weniger gefallen.
da ich mir relativ schnell im Klaren war, dass wir nächstes Jahr jemanden brauchen, der das 24 Stunden am Tag machen kann, ne, und ich mein Fernstudium ja noch zu Ende machen will. Deswegen habe ich dem Stefan direkt nach der Saison auch gesagt, dass wir da nächstes Jahr jemand anderen brauchen. Und wir haben jetzt einen super Trainer gefunden, glaube ich, mit Arne, der das total klasse machen wird. Und JJ hat noch ganz andere Pläne. Jetzt hat eine private Situation ergeben, dass ich mich ab Oktober ein halbes Jahr ins Ausland absetzen werde. Das heißt, es war so ein Traum von mir, immer schon eine Weltreise zu machen. Und das werde ich jetzt im Oktober angehen. Doch bevor er sich auf die Reise macht, hat er noch eine Empfehlung für alle Basketballfans in und um Köln. Ja klar, alle in die Halle kommen, anfeuern. Das war letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre schon so sensationell, wie sich alles wiederbelebt hat mit den ganzen Fans und wie das Umfeld auch wieder mitgewachsen ist. Deswegen, es wird geilen Basketball geben in Köln auch nächstes Jahr mit einer neuen Mannschaft, mit einem neuen Trainer, mit einem ganz anderen Niveau nochmal, und lohnt sich, in die Halle zu kommen.